Hallo Leute, viele von euch haben mich ja gefragt, mal einen Look zu schminken mit der Sleek Storm Palette, beziehungsweise mal zu zeigen, wie Pout Polish von Sleek auf den Lippen aussieht und wie die Alco-Produkte denn aussehen. Also habe ich das alles mal kombiniert und diesen Look mit all diesen Produkten gemacht. Ich nenne ihn den Beach Babe Look, weil es doch schon sehr sommerlich und ja, braun, bronze und farbenfroh aussieht. Wenn ihr also sehen möchtet, was ich benutzt habe, wie ich das benutzt habe, wie der Look geht, dann bleibt dran! Okay, so richtig beachmäßig sehe ich natürlich noch nicht aus. Ich bin viel zu hell dafür. Deswegen nehmen wir die Ico Tinted Cream. Die sieht so aus. Kommt halt erstmal so und dann ist hier diese getönte Creme drin, beziehungsweise der Bronzer. Also es ist wirklich ein Bronzer, der intensive Bräune schenkt. Ich zeige euch das jetzt auch. Da ist zwar so ein bisschen Glitzer drin, aber wenn ihr das auf die Haut auftragt, dann seht ihr von dem Glitzer eigentlich nichts mehr, außer ihr macht es eine dicke Schicht direkt auf eine Stelle, dann seht ihr schon den Glitzer, aber so nicht. Also ich zeige es euch jetzt mal. Es gibt verschiedene Wege, die Creme aufzutragen. Ihr könnt es zum Beispiel mit eurer Foundation vermischen. Da würde ich einfach so ein bisschen hier auf dem Handrücken drauf geben, Foundation drauf, zusammen vermischen und dann auftragen mit dem Pinsel oder mit den Fingern. Ihr könnt sie aber auch nur so auftragen oder auf euer Make-up drauf. Also ich habe ein bisschen Concealer eigentlich drauf gemacht, so richtig Make-up nicht. Ja, und mache das jetzt einfach direkt drauf. Ihr werdet es jetzt sehen. Also so, einfach wie eine Creme. An den Stellen, ich mache noch so ein Vorher-Nachher-Bild rein, dann könnt ihr sehen, wie stark sie dann doch getönt ist. Also, wie stark es dann doch gebräunt hat. Ich mache mal meine Haare aus dem Beige. Also schön auftragen, auf dem Bräunungsgrad, den ihr dann möchtet. Ich muss jetzt immer hier rüber schauen, weil da ein Spiegel ist, sonst sehe ich nicht, wo ich da gerade verteile, okay? Also nicht wundern. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Pinsel auftragen, aber ich denke, so eine Creme ist wirklich am einfachsten, wenn ihr eure Finger dafür benutzt. So, ich hoffe, man sieht schon so ein bisschen Unterschied. Vergesst bloß nicht euren Hals. Der muss natürlich am Ende die gleiche Farbe haben wie euer Gesicht oder möglichst nah. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel die Haare so nach weggesteckt habt, dann auch die Ohren. Die Ohren auch tönen, nicht vergessen. Sonst sieht das alles sehr unnatürlich aus. So, und wenn das jetzt erstmal fleckig aussieht, so wie hier, das ist gar kein Problem. Ich zeige euch gleich, wie ihr das dann wegkriegt. Erstmal einfach die Farbe auf euer Gesicht bringen. Über die Gleichmäßigkeit braucht ihr euch erstmal keine Sorgen zu machen. Wir machen mal richtig braun heute, ne? Für den tollen Beach Babe Effekt. So und mehr. Ihr könnt natürlich auch gezielt damit konturieren. Also wenn ihr das nur hier so auftragt und dann schön verblendet, dann habt ihr, dann könnt ihr eure Wangenknochen betonen und ja. Weiter. So, dann wollen wir ja natürlich gleichmäßig verteilen. Dann nehmt ihr am besten einen Pinsel oder so ein Schwämmchen, wenn ihr keinen Pinsel habt, oder einen Kabuki-Pinsel, das wäre das natürlich am optimalsten, einen dichten, großen Pinsel, sowas wie ein Puderpinsel einfach. Ich nehme jetzt hier den Kabuki und gehe in kreisenden Bewegungen so darüber. Damit verteilt ihr das dann optimal. Und ihr habt keine, also es ist super verblendet und ihr habt keine Striche mehr am Ende. Wenn ihr natürlich mehr Deckkraft möchtet, also ihr habt jetzt so mehrere Stellen an eurer Haut, die ihr verdecken möchtet, dann mischt es doch mit eurer Foundation. Dann habt ihr die Deckkraft von eurer Foundation und die Bräune von der Ico Tinted Ico Cream. Das ist jetzt aufgetragen, seht ihr. Also man sieht, es ist alles schön verteilt. Ihr könnt es natürlich noch mehr machen, wie ihr möchtet. Aber es gibt auf jeden Fall einen guten Effekt.
Ihr wirkt auf jeden Fall brauner, ihr seid auch brauner. So, jetzt fahren wir weiter fort mit den Augen. Ich habe schon meine Manhattan Eyeshadow Base aufgetragen, wie immer. Immer wichtig, eine Base, dann verrutscht es auch nicht, besonders im Sommer, weil ihr schwitzt doch und dann geht euer Lidschatten, den ihr so schön aufgetragen habt, rutscht dann in die Lidfalte, das wäre doch schade. Also, wir nehmen heute nur Farben aus der Sleek Storm Palette. Das wolltet ihr mal sehen. Dann mache ich einfach ein dezentes Neutral Eye damit. Und zwar nehme ich hier als erstes die zweite Farbe von links oben. Und gibt es hier in den inneren Augenwinkel. Ich finde diese Farbe besonders schön, weil die wirklich so richtig strahlt. Also hat wirklich so eine schöne Strahlekraft. Dann nehme ich hier die erste Farbe von links. Das ist so ein Bronze-Gold. Gibt es auf das ganze restliche Lid. Wirklich einfach, dieser Look. Auch so für Everyday. Alltagslook, bisschen Schimmer, aber doch dezent. So, das war's. Dann nehme ich einen fluffigen Pinsel. Ihr könnt auch bei dem gleichen Pinsel bleiben, eigentlich egal. Und zwar nehme ich hier unten die Farbe, ganz links. Das ist ein Braun mit Glitzer und gibt es einfach nur ein bisschen hier ins äußere V bis in die Lidfalte rein, um ein wenig Definition zu schaffen, aber nicht zu viel, wir wollen es doch schön leicht lassen. Dann nehme ich noch hier den vierten, aber das ist jetzt nur optional. Das habe ich nur bei dem anderen Auge gemacht, deswegen machen wir es hier auch noch. Und verblende einfach so den dunklen Ton mit dem restlichen, was wir schon da gemacht haben. Es ist wirklich super einfach. Also vor allem diese Lidschatten lassen sich super verblenden. Sie sind wirklich sehr schön und einfach aufzutragen. Da habt ihr wirklich keine Probleme mit. So, dann nehme ich als Highlighter High Beam von Benefit. What else? Also einfach, da würde ich es eher dezent lassen. Nicht mehr so viel Schimmer. Dann verzichten wir diesmal auf den schwarzen Eyeliner, weil das doch sehr viel von dem Auge verschlucken würde, also von der Farbe. Wir machen aber als Blickfang einen blauen Eyeliner hier unten. Und zwar nehme ich hier von Aiko, dieser Line and Shine Kajal, in der Farbe Popstar Eyes. Das ist so ein Blau, so ein schönes Elektrikblau. Ich zeige euch das auch mal. Und ich zeige euch mal, wie schön der aufzutragen ist. Seht ihr, wie butterweich, sehr ähnlich wie diese NYX Jumbo Eyeshadow Pencil. Das war blau, die blaue Seite. Und hier habt ihr Türkis mit so Schimmer. Auch super butterig, schaut mal. Und die lassen sich auch genauso gut verblenden wie die NYX Jumbo Eyeshadow Pencil. Also könnt ihr die auch ideal als Base verwenden. Ja? Schaut mal, wie gut die sich verblenden lassen. Das finde ich super. Also wirklich super cremig. Nicht ganz so cremig wie die von NYX. Ich würde sagen, die verrutschen nicht so leicht in die Lidfalte wie die von NYX. Da gibt es doch manchmal Probleme, weil die doch zu cremig sind. Das ist hier nicht der Fall. Die bleiben. Ja, und ihr habt halt die beiden Farben. Zwei Farben dann drauf. Da gebe ich jetzt die blaue Seite, nehme ich. Und gebt ihr auf die Wasserlinie. Und die lassen sich auch super auf der Wasserlinie auftragen, wie ihr seht. Die haben wirklich eine super Pigmentierung und lassen sich so sehr schön verteilen. Und dann nehme ich hier diese türkise Seite und gehe hier unten drunter. Sozusagen auf dem Wimpernkranz ein bisschen. So. Dann nehme ich so einen Pencilbrush. Und hier nochmal die ganz links die Farbe und verblende dann etwas, dass hier unten so ein bisschen Schimmer ist von einem Lidschatten, aber nicht zu viel. Es sollte doch das Blaue sichtbar sein. So, finito. Dann Wimperntuschen. Ich nehme die Volume Million Lashes von L'Oreal. Meine absolute Lieblingsmascara zurzeit. Und
sind wir fertig. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr das alles nochmal fixieren mit einem losen Puder, einfach so einen transparenten Puder. Das ist zum Beispiel jetzt hier das von Clinique. Wie heißt das? Invisible Blend. Einfach transparenten Puder. Ein bisschen zu mattieren, nicht zu viel, weil es ist ja eigentlich ganz schön, wenn ihr so ein bisschen Glanz habt im Gesicht. Das ist ja das, das Sommermäßige, ne? Jetzt für den Blush nehme ich von Sleek den Flamingo Blush. Der sieht so aus, das ist so ein richtig leuchtendes Pink, so Korallpink würde ich sagen. Und wieder den Moonlight Pinsel, dann dippe ich rein. Ihr müsst da wirklich ein bisschen aufpassen, weil die auch sehr hoch pigmentiert sind. Gibt es hier auf die Apfelbäckchen. Andere Seite. Der passt halt super gut zu dunkler Haut, weil er doch schön leuchtet, schöne Leuchtkraft hat. So, wenn das jetzt zu viel aussieht, und das sieht es natürlich auch, gehe ich natürlich immer mit einem Puderpinsel, Kabuki, nochmal da drüber und verteile das schön. Sonst seht ihr aus wie ein Clown. Okay. So, und jetzt als Highlighter nehme ich die Ico Cream. Das ist jetzt die helle Variante, so sieht die aus. Das ist so ein leichtes Rosé mit goldenem Schimmer. Swatche ich euch mal hier. Seht ihr das? Naja, ist auf jeden Fall so ein Rosa mit goldenem Schimmer. Seht ihr den Schimmer so? Und das geben wir jetzt gezielt, also ich nehme so ein bisschen auf den Finger, hier drauf, so, und verteilen das dann etwas, Moment, so. Seht ihr, was für einen schönen Glow es gibt? Also ich würde es auch direkt nur hier auf dem höchsten Punkt eurem Wangen drauf tupfen. Ihr könnt natürlich das auch ein bisschen auf den braunen Bogen geben als Highlighter. Seht ihr, dann leuchtet das da auch so ein bisschen. Andere Seite. Dip, 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 dip. Ich würde mal mit einem Finger drauf tupfen, mit dem anderen verteilen. Sonst habt ihr vielleicht zu viel. So. Und wenn ihr möchtet, können wir auch ein bisschen die Nase runtergehen, aber dann würde ich auch nur bis hierhin, also nicht auf die Nasenspitze. So, und für vollere Lippen könnt ihr auch einfach hier oben, oberhalb eurer Lippe, was drauf geben. So, für die Lippen nehme ich von Sleek den Pout Polish in der Farbe Pink Cadillac. Das ist ein Tinted Lip Conditioner, also ein Lippenbalsam mit Farbe. Das gebe ich auch nur mit meinen Fingern drauf, da könnt ihr jetzt so. Dann seht ihr auch mal, wie das aussieht auf den Lippen. Da könnt ihr es wirklich aufbauen, die Farbe. Also es hat so einen schönen... so einen schönen Lipgloss-Finish. Also es ist wirklich so ein schönes, glossiges Finish. Je mehr ihr drauf gebt, umso mehr Farbe habt ihr natürlich. Noch ein bisschen. Okay. So, und fertig ist der Look, finde ich. The Beach Babe Look. Ja, also man sieht doch wirklich, ich sehe brauner aus als vorher. Ich mache euch auf jeden Fall noch so ein Vorher-Nachher-Bild, dann seht ihr das genau. Ich komme nochmal näher für das Augen-Make-up. Wirklich super einfach gemacht. Einfach Neutral Eyes mit diesem Pop. Ja.
So, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!